Begrüße euch, Karneval ist. Ja, Karneval ist und keiner geht hin. So ungefähr. Hier, narrenfreie Zone. Deswegen ist auch der Shop offen. Wir haben alle offen. Wir arbeiten alle. Okay, bei Dürbe, die sind verkleidet. Wir rennen da mit Perücke rum. Und halt Sträflingssachen, Ballons und so. Ist aber auch nichts los. Ja, heute Karneval, alle sind froh. Ja, ihr seid da die Jecken in den Hochburgen Düsseldorf, Mainz. Ich werde auch gleich mal Fernsehen anmachen. Noch geht es ja, noch kann man ja auch ein DVB-T betreiben. Man kann also Fernsehen gucken. Oh ja, da mache ich mal noch mal eben so eine Schlusssendung. Ich habe ja schon hin und wieder darauf hingewiesen, dass bald Fernsehen zu Ende ist. Oh ja, da habe ich jetzt mal immer Lust drauf. So, habe ich nochmal Lust drauf, weil die Ära geht zu Ende. Und wir sind auch mitten im Thema von Geld verdienen. So, heute zu Karneval waren viele Kunden schon da und sagten, wir arbeiten unheimlich viel und am Ende bleibt nichts. Ja, da haben die recht. Ich gehe mal gucken hier, ob Karneval schon läuft. Ne? Karneval, mal gucken, ob Karneval schon läuft. Ja. Also ist schön. Also ich finde es schön. Ne? Man kann hier rumtippen. Okay, ich kann jetzt Notruf Hafenkante gucken. Eine uralte Sendung schätzungsweise. Also auf Deutsch, Karneval läuft da noch nicht. Das erste läuft, das erste gefragt, gejagt. Und der Lustige ist, ich habe kein DVB-T2. Ich habe DVB-T1, aber hier oben leuchtet HD auf und verschwindet dann. Also HD leuchtet auf, verschwindet dann. Ja, Untertitel geht ja auch. So, wann das zu Ende ist, also es geht darum, dass wir ja das bald bezahlen müssen. Und meine lieben Freunde, man kann nicht sagen, okay, an alle, die sich Sky leisten können, Netflix und wie die da alle heißen, ne? Netflix, Sky, Amazon Prime, na? Das ist schon bezahlt. Fernsehen. Okay, auf eine Art hat ja die Jugend, die das Geld über hat, ja recht. Ja? Aber ich bin immer der Meinung, ich spreche hier von Leuten, die das Geld nicht über haben. Ja? Also Notruf Hafenkante, irgendeine alte Folge läuft da. Also ich sehe um diese Uhrzeit keinen Fern. So, ich persönlich, mir soll vollkommen egal sein. Ich mache mein eigenes Fernsehen. Ich bin halt YouTuber seit 1995 und wer Lust hat, schaut sich dann auch diese YouTube-Clips an. Wir sind natürlich auch bereit, YouTube-Sachen zu machen. Ich kann hier so ein bisschen Fernsehen hochhalten da. Also, jetzt im Moment können wir hier gucken, weil DVB-T, können wir mit spazieren gehen, Karneval, man kann, und macht Spaß. Man kann, also das nenne ich Freiheit. Das nenne ich Freiheit, tun und lassen können, was ich möchte. Ohne dass ich bezahlen muss. Ja, Freiheit ist etwas zu tun, was nicht bezahlt werden muss. Frei sein. Frei denken, frei sprechen kostet ja nichts. Ne? Freie Handlungen, ohne dass da was passiert, kostet auch nichts. So, als Büttenredner frei sprechen, jetzt hier als Medienkanzler frei sprechen kostet auch nichts. Kostet nur Zeit, gucken, vielleicht Interesse. Was erzählt er denn da? Könnte mich das interessieren? Schaue ich es mir doch mal an. So funktioniert doch an sich Fernsehen. Wir als Filmemacher sitzen immer zusammen und gucken, was können wir jetzt machen. Ob wir jetzt hier so eine Hafenkante-Geschichte machen, dann muss das alles, ja. Wie komme ich heute darauf? Oscar. Ich komme heute auf die Oscar-Nacht, die ein Fauxpas hatte, La La Land, statt Moon Knight und solche Sachen. Pretty, ne? Hat da mal wieder Bockmiss gemacht. Okay, mit 79 kann man schon mal Bockmiss machen. Ne? Bei der Oscar-Nacht. Dann wisst ihr auch, wann ich hier den Videoclip hergestellt habe. Ich freue mich halt immer noch, dass ich halt Fernsehen gucken kann, wo ich will, wie ich will. Ich kann damit jetzt spazieren gehen. Ja, jetzt läuft die Werbung hier für ZDF Neo. Ja, wie gesagt, ich habe heute noch mit einigen gesprochen, die das auch nicht so toll finden oder so prickelnd finden, neue Geräte kaufen, die Geld kosten. Und dann auch immer die Karte, also ist teuer. Also Bezahlfernsehen ist teuer. Worum geht es? Sehr, sehr viele gehen arbeiten und haben Kosten. Also jeder, der arbeitet,
erzeugt Kosten. Das ist halt so. Ja, also ist schon pervers. Jeder, der arbeitet, wird bestraft. So, da haben einige Kunden gesagt, guck dir mal an hier so. Ich arbeite wie ein Weltmeister und die ersten 20 Tage habe ich für andere gezahlt. Ja, nicht nur gezahlt, sondern gearbeitet. Ich habe gearbeitet, um die alle zu bezahlen. Den Vermieter, die Müllabfuhr, die Nebenkosten, alle Nebenkosten. So, jetzt soll ich auch noch Fernsehen bezahlen? Ey, guck mal, was da überbleibt. Ich gucke kaum Fernsehen. Aber gar kein Fernsehen ist ja auch so eine Sache. Ja? Also man zahlt Grundgebühr und sieht kein Fernsehen. Also richtig ist es nicht, wenn ich etwas nicht mache oder wenn ich etwas nicht habe, dann sollte ich auch nicht bezahlen. Das ist jetzt meine Meinung. Das ist jetzt die Meinung von eurem Medienkanzler. Wie gesagt, ich werde mir jetzt ein Skript zusammenarbeiten, werde in den Green Room gehen und werde mal eine wunderbare Sendung machen und hoffe, dass da auch wirklich Leute Lust hätten, mehr wie 1, 2, 3 oder 4 sich das anzuschauen. Ja, also ich würde mich schon freuen, dann, wenn da auch mal so 25.000 oder 50.000 steht in Rot. Jetzt kriege ich wieder Besuch. Mahlzeit, Hallöchen. Ich komme. Morgen. So, meine eine arbeitet ab 20 Cent. Soll was heißen. 20 Cent. So, wenn jetzt Bezahlfernsehen kommt, die ganzen Kosten, die um einen herum. Ja, mittlerweile arbeiten wir 25 Tage für Fremde. Das ist ein bisschen viel, ne? Oder? Also jetzt hier im Februar ist das ein bisschen heftig, weil der Februar hat nur 28 Tage. Und wenn man mittlerweile für 25 Tage arbeiten geht, damit andere um einen herum das Geld kriegen, weil Gott sei Dank, wenn man noch Kredite hätte, wäre das, glaube ich, noch schlimmer. Also ich rede jetzt von den Leuten, die mir das angetragen, und ich habe mir das angesehen, Miete, Nebenkosten, diverse Kosten, dann die normalen Kosten, Stromkosten, Telefonkosten, Handykosten, also die einfachen Kosten, die wir alle tragen täglich. Wir als Firma sowieso, wir als Firma tragen ja mittlerweile auch, und da habe ich auch gesagt, wir auch hier, wir arbeiten auch 20 Tage, um die Kosten zu tragen. Ja, so, und wenn es mal nicht gut läuft, muss man dann halt länger tragen. Aber wenn man wirklich 25 Tage braucht, um die Kosten beizubringen, wird das schon heftig. Jetzt muss ich wieder unterbrechen. Mahlzeit, Hallöchen. Telefon geht auch. Es scheint doch ein sehr interessantes Video heute zu werden hier. Also, es geht um Arbeit. Es geht um Telefon. Ach herrlich, heute ist richtig mal los hier. Als Medienfirma ist man natürlich nicht nur hier vor Ort, sondern auch elektronisch verbunden, auch Industrie 4.0. Die Computer sind verbunden, die Telefone sind verbunden, deswegen musste ich gerade mal wieder unterbrechen. Also ich hatte hier gerade auch wieder Kunden, aus datenrechtlichen Gründen erzähle ich nicht, ich umschreibe es. Also viele Kunden wissen nicht, was so alles abgeht in den Krankenhäusern. Und beim Fotokopieren, beim Herstellen, beim Scannen und so, für E-Mail verschicken und das alles erhört man viel und dann redet man und spricht darüber und kommt natürlich dann auf den Nenner, weil unser einer irgendwann auch mal vor der Situation steht. An diesem Wochenende war wieder so eine Situation. Älterer Mensch, 89, im Heim. Ärztin ruft an, ich sag ja, älterer Mensch kommt ins Krankenhaus. Ich fahre dahin, unterschreibe alles und stelle dann fest, im Krankenhaus läuft eine schräge Nummer. So. Und diese schräge Nummer, die da abläuft, kann jedem passieren, will aber nicht jeder hören. Aber ich kann euch sagen, ich verstehe es. Ich verstehe die ganzen schrägen Nummern, die hier in diesem merkwürdigen Deutschland mittlerweile ablaufen, weil wir nur noch Ware sind. Wir hecheln alle hinter das Geld her. Gestern hatte Herr Pispers, ein politischer Kabarettist, auf die Ärzte nämlich auch verwiesen. Da war hier ein Arzt von uns, der lief mit dem Kreuz durch die Gegend und da stand drauf, dass er nur für 3,99 Euro arbeiten geht als Arzt. Und das passte ihm nicht. Ich persönlich habe ja auch sehr viele Ärzte hier. Ich hatte welche, die in der Uniklinik studiert haben aus Österreich und aus der Schweiz. Und wenn man so im Internet arbeitet, beziehungsweise im Industrie 4.0 Faktor, wenn man überhaupt mit ganz vielen Menschen zu tun hat, erfährt man natürlich auch eine Menge. Manchmal
frage ich mich auch, warum gehe ich ins Netz, in die sozialen Medien, kommt eh nichts Ordentliches. Warum? Google lesen, nachlesen, sich informieren, muss man auch vorsichtig mit umgehen, ob das alles so stimmt. Fachbücher, das hier zum Beispiel ist ein Fachbuch über Patientenratgeber, hat sein Alter. Da steht noch D-Mark drin und dann weiß man gar nicht, ob man das heute noch, ob das heute überhaupt noch trägt, was da drin steht. Man hat ja viel studiert früher und heute als alter Mann hat man ja nicht mehr so viel Lust zum Studieren. Aber man muss halt lernen und das jeden Tag. So, es haben sich gleich wieder Kunden angekündigt, deswegen werde ich wohl dieses Video wieder unterbrechen müssen, weil die dann am Computer arbeiten wollen. Sollen sie auch, weil hier ist nicht Karneval, hier ist nichts mit Karneval. Ich muss auch gleich wieder etliche Texturen schreiben, weil das Böse schläft nie. So, ja, worauf wollte ich hinaus? Die Jagd hinter dem Geld. Und ich werde euch ein erstklassiges Video machen, einen tollen Bericht und würde mich freuen, wenn viele sich den anschauen. Ich werde mir sehr viel Mühe geben im Green Room. Ich werde wirklich mal aufarbeiten, die beiden Sektionen, in denen wir im Moment leben. Die Sektion 1 war ja von 1914 bis 1945. Alle wissen Bescheid, was da so in dieser Sektion los war, Zeitgeschichte. Und dann die nächste von 45 bis heute. Oder aber, ja doch, mal schauen, vielleicht von 1917 bis 2017, ja. Weil 1914 bis 2014 haben wir ja mal gemacht, 100 Jahre Erster Weltkrieg. Aber jetzt geht es ums Geld, um die Macht, um die Verteilung. Das könnte man dann vielleicht von 1917 bis 2017, weil nach 17 war ja der Krieg ja so gut wie zu Ende mit dem Eintritt der Amerikaner. Immer treten die Amerikaner ein und dann ist meistens was zu Ende oder irgendwas beginnt. So, wollen wir nicht hoffen, weil die jetzt ja an den polnischen Grenzen Richtung Russland rumtummeln. Ja, haben wir ja auch hier bei Facebook gesehen. Ich muss immer schmunzeln, wenn ihr von Volk redet und Völker. Ich kenne nur Bundesländer, ich kenne den Bundesvertrag, Bund aller Länder. Wir sind Bürger. Ich bin Bürger von Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen hat ein eigenes Grundgesetz, ja, GG. NRW heißt das, wenn man das liest, weicht das schon ab vom Bundesgesetz. Also NRW hier ist schon ein bisschen freier gewesen. Was jetzt, da komme ich auch noch drauf, auf die Freiheit. Wir haben viel an Freiheit verloren und wir haben mehr Negativität als Positivität. In der Regel könnte man sagen, wenn viel negativ ist, kommt irgendwann mal das Positive. Also bis jetzt sehe ich das nicht. Grüß dich! Grüß dich! Kein Halau, kein Helau, kein gar nichts. Willkommen im Club. Hier ist doch schön ruhig. Ja, hier ist ruhig.